Also ich müsste ja viermal seltener laden. Hat ja nur 14 Monate gedauert. Ich hab's nicht geschafft. So, ab geht's zur ersten Probefahrt, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, ich krieg die Karre nicht leer. Hallo und herzlich willkommen zu Tag 3 meiner Serie. Mein Name ist Steve und ich teste verschiedene Elektroautos im Alltag ohne eigene Lademöglichkeit und zeige euch, dass es ohne Probleme funktioniert. Und heute habe ich etwas anderes vor, etwas Ungewöhnliches, etwas Besonderes. Und der eine oder andere kann es vielleicht schon an meinem T-Shirt erkennen. Es geht heute zu den Pressetagen von Sono Motors. Und jetzt gibt es natürlich genügend Leute, die sagen, sie glauben nicht mehr an den Sion. Genauso gibt es Leute, die sagen, sie glauben an den Sion. Darum soll es mir nicht gehen, sondern ich möchte versuchen, die Gelegenheit zu nutzen, die Macher rund um den Sion zu fragen, welche Schlüsselfunktionen ihr Auto in Bezug auf Laternenparker bietet und wo sie Laternenparker aus ihrer Sicht sehen in der Wichtigkeit. Also erachten sie diese als wichtig oder sagen sie, ja, früher oder später hat dann jeder sowieso seine Wallbox oder werden wir weiterhin in der Zukunft am Straßenrand stehen? Vielleicht kriege ich ja auch ein paar Aussagen mal dazu, wie das so ist mit der Solarpower. Also im Realbetrieb, man sagt ja, die sagen ja immer so 30 Kilometer am Tag soll er laden können unter Idealbedingungen. Das ist wahrscheinlich auf dem freien Feld in der kalifornischen Sonne. Und da würde mich halt natürlich schon interessieren, jetzt vielleicht kein bewölkter Tag, also schon ein sonniger Tag, aber was ist denn so unter Realbedingungen, wenn vielleicht mal, wenn man irgendwo steht, wo vielleicht das halbe Auto ein bisschen mit Wolken bedeckt ist oder so, ne? Also mit oder mit Schatten bedeckt ist von Bäumen etc. Weil sind wir ehrlich, die wenigsten Parkplätze in unserem Land sind komplett frei, ne? Also darum soll es heute gehen. Ich habe jetzt noch 167 Kilometer drin, heute Morgen, wie gesagt, die Kurze zur Schule gebracht und ja, jetzt geht's nach Weißensee dorthin. Ach so, genau. Und danach werden wir dann mal mit Julian nochmal sprechen über das Thema Laternenparken und verschiedene Ausstattungsvarianten. Also was ist so Ausstattungsvarianten? Verschiedene Anwendungsbereiche, denn Julian bekommt heute sein Skoda Citygo. Und dann schauen wir mal, was hat so ein Skoda Citygo an Reichweite, an Ladefeatures und so weiter und so fort. Was für einen Laternenlader wichtig ist. Wir gucken gar nicht so sehr irgendwie auf die restliche Ausstattung, sondern es geht wirklich nur darum, um den Betrieb innerstädtisch möglich zu machen. Was brauche ich dafür? Was habe ich hier alles drin an Bord? Und das wollen wir so ein bisschen vergleichen. Wenn euch das interessiert, wünsche ich euch viel Spaß. Ich habe mega Bock drauf. Und ich glaube, das wird auch wirklich spannend für jeden, der nicht zu Hause laden kann. Also in diesem Sinne, denkt dran, jetzt schon mal Kanal abonnieren. Und wenn euch das Video am Ende gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Aber jetzt auf jeden Fall schon mal Kanal abonnieren und das Video teilen, weil sich bestimmt auch in euren sozialen Medien genügend Laternenparker befinden. So, ab geht's zur ersten Probefahrt, würde ich sagen. Machen wir jetzt. Also, das ist nach wie vor ein Prototyp. Viel wird so in der Serie kommen, aber längst nicht alles. Gerade das Interieur wird sich noch ein bisschen verändern. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal. Hier sieht man die Solarintegration, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja, genau. Diese einzelnen Panels, wie viel Watt die jetzt? Das wird gleich interessant, wenn wir nach draußen fahren. Aber Fokus von diesem Fahrzeug ist auch heute nicht zu zeigen, wie toll der Gas geben kann, sondern dass er halt funktioniert. Und vor allem, dass jetzt hier gleich die... rechts, links, oben, unten, Mitte? Rechts, aber hier mal eben stoppen. Ja. Hier guckt, da passiert nämlich schon was. Zack, der sammelt jetzt schon seinen Strom. Also wir gehen jetzt, wollen wir, dann nehme ich mal kurz. Ja. Also wir haben heute einen echt bewölkten Himmel, da passiert nicht viel. So einmal hier, ne, bewölkt. Hat eben noch geregnet und hier passiert schon oben auf dem Dach 27 Watt, vorne 12 Watt, 8 Watt, 5 Watt. Hier summarische Anzeige. 52. An guten sonnigen Tagen kommen wir auf 400, 500 Watt locker und wunderbar in die Hochvoltbatterie einspeisen können. Ja. Jetzt haben wir läppische 88, 90. Gut, ist halt bewölkt.
Ist halt Deutschland hier, nicht Südspanien. Ja, also es ist auf jeden Fall interessant. Ich meine, dafür, dass jetzt so ein bisschen, genau darum ging es ja. Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Ich selber bin Laternenparker, ich drehe gerade wieder so eine Serie. Wie langweilig doch Elektromobilität ist, weil ich ja selber keine Wallbox habe. Und die Leute oder einige Leute ja immer der Meinung sind, ja, Elektromobilität funktioniert ja nur, wenn du eine Lademöglichkeit hast. Jetzt wäre ja, nach dem, was ihr vorgestellt habt, mit dem Sion, das wäre ja sozusagen ja umso geiler für einen Laternenparker. Also ich müsste ja viermal seltener laden. Oder habe ich das richtig verstanden? Du musst nach einer standardisierten Berechnung circa viermal seltener laden. Kommt natürlich ein bisschen auf dein Fahrprofil an. Wenn du wenig Fahrer bist oder Durchschnittsfahrer bist, musst du viermal weniger laden. Wenn du viel Fahrer bist, dann musst du, wenn du Pech hast, jeden zweiten Tag an die Wallbox. Aber generell kannst du mit diesem Fahrzeug einfach wieder Energie sammeln, wenn du es in die Sonne stellst. Du kannst pro Tag an einem durchschnittlich guten Tag kannst du 35 Kilometer einsammeln. Wir können die Runde normal fahren übrigens. Okay. Ja, ja, dann nehme ich doch. Fahren nicht zwei, drei Mal. Soll ich mir nicht zweimal sagen. Genau. Tja, ihr habt es gesehen, ich war jetzt gerade bei der Prototypenschau von Sono Motors und ich möchte gar nicht in diese Diskussion einsteigen, ob das was wird mit diesem Startup-Unternehmen oder ob man da sein Geld verbrennt, wenn man da investiert. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Meinungen. Aber ich wollte euch mal zeigen, wo die Reise allgemein technologisch hingeht. Hyundai hat im IONIQ 5, bieten sie jetzt auch ein Solardach an. Und je mehr Hersteller da Solarintegration in ihren Fahrzeugen betreiben, desto einfacher wird es auch in Zukunft für Laternenparker. Denn so ein Fahrzeug kann durchaus eine gewisse Menge selber nachladen. Natürlich, das war jetzt beim bewölkten Himmel, waren das nur knapp 90 Watt, was ich da bei meiner Probefahrt reinbekommen habe in den Wagen. Das heißt, das ist minimal, aber es ist halt permanent da tagsüber und es ist halt permanent irgendwie, wie man es vom Balkonkraftwerk kennt, doch so ein leichter Strom, der da einfach immer auf das Fahrzeug wirkt, unterstützend wirkt. Und ich mache mir da keine Illusionen, dass dadurch jetzt die mega Reichweitenzuwächse da sind, aber es wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass wenn das Fahrzeug auch mal vielleicht mal ein, zwei Tage steht oder sowas, selbst wenn man es nicht übers Sharing rausgibt oder so, dass dann vielleicht die morgendliche Fahrt über 9 Kilometer in meinem Fall zur Schule und zurück, dass das dann vielleicht sich zumindest wieder reinholt. Und das finde ich doch schon sehr... Ich finde es auf jeden Fall interessant. Ich finde, man sollte sich auf jeden Fall mal mit diesem Konzept auseinandersetzen. So, will aber gar nicht zu lange ins Schwafeln kommen von der Prototypenpräsentation, denn vom Prototypen gehen wir jetzt wieder in die reale Welt. Der e-Niro hat noch immer 162 Kilometer. Wir haben es Mittwoch und ich bin auf dem Weg zu Julian nach Kleinmachnow. Ich muss jetzt nochmal 34 Kilometer fahren, dann bin ich in Kleinmachnow, weil ich bin gerade in Weißensee. Also so gefühlt einmal komplett am anderen Ende. Dann werde ich mit Julian seinen neuen Skoda abholen. Ich bin jetzt ja, ich habe ja am Montag auf 75% aufgeladen. Du kannst ja mal zeigen, wir haben jetzt immer noch 34%, nachdem ich jetzt zu Sono Motors nach Weißensee gefahren bin, von Weißensee nach Kleinmachnow. Das ist ja einmal wirklich... Einmal quer durch, ne? Das ist auch der Grund, warum ich nicht bei Sono Motors war. Ich hab's nicht geschafft. Ja, nee, aber so jetzt, und jetzt sind wir auf dem Weg, deinen Skoda abholen. Und ich habe schon angekündigt, wir wollen mal so ein bisschen gucken, wo steht denn die Elektromobilität 2021? Ich meine, der e-Niro, der ist ja nun schon eine Weile auf dem Markt. Ich habe das Gefühl, ich krieg die Karre nicht leer.
Ja, und ich bin ja nun, weiß Gott, keine regulären Strecken gerade gefahren. Und damit hier nicht irgendjemand meckert, fahre ich mal kurz auf 120, weil sonst sagen die, ja, du fährst ja nur 90 hinterm LKW, na klar. Ne, immer die Meckerköppe in den Kommentaren, keine Sorge, ja, ich fahre jetzt nochmal 120. Übrigens, die 130 Kilometer, die er jetzt noch bei 33% drin hat, ist das, was ich, das habe ich heute im Fazitvideo zu 4 Monaten Citroën C0 gemacht, das kriege ich da Maximum rein. Ja, siehst du. Einfach mal, um, weil es ja darum geht, wo stehen wir denn heute bei der E-Mobilität? Ja? Wir stehen bei Riesenreichweiten. Ja? Definitiv. Also was fahren wir denn im Durchschnitt? 30 Kilometer am Tag so, ja, wenn es hochkommt. Ja, und selbst wenn du mehr. Selbst wenn du 50 fährst. Selbst wenn du mehr am Tag unterwegs bist, aber du musst halt eben auch sagen, braucht man denn unbedingt 800 oder 1000 Kilometer? 400 Kilometer finde ich absolut ausreichend in so einem Wagen. Genau. Finde ich klasse. Genau. Und jetzt, bevor der wieder auf 120 beschleunigt, hier bleiben, weil wir gleich wieder rausfahren. Ja. Und dann Kreisverkehr scharf rechts. Bis 120. Wenn du möchtest. Okay. Challenge accepted. Ist ja nicht mein Auto. Nein, mach das wirklich. Ich denke definitiv auch, dass es geht. Ja. Ist vielleicht schwer vorstellbar, aber auf der anderen Seite, ich sage jetzt mal ganz klar, wer einen Verbrenner fährt, der geht doch auch einmal in der Woche tanken. Ja, der fährt doch auch nicht irgendwie ständig zur Tankstelle und kippt mal 3 Liter nach und 4 Liter nach. Und der hat dann eben auch mal vielleicht noch 50 Kilometer drin oder so und tankt dann eben nach. Und ich glaube, das ist letztlich, da macht sich auch keiner einen Kopf. Und es hängt halt an der Ladeinfrastruktur. Und wenn ich die halt an der Stelle habe, wo ich rankomme, dann passt das. Da muss man sich irgendwie da muss man nicht irgendwie glauben, das würde, keine Ahnung, im Chaos ausarten oder so. Mhm. Ja. Das heißt also letztlich, Steve, wollen wir euch mit langen Worten sagen, wenn man ein bisschen größeren Akku hat, dann kommt man problemlos eine Woche durch und hat eigentlich immer noch Reserve. Definitiv. Und kannst du auch noch mal hier, ich zeig euch das mal. Ui! Darf nuckeln? Nee, ja. Nein. Sag mal, ist das nein? Nicht? Wir haben keine Ladeinfrastruktur. Genau, da ist schon die erste, da sind die nächsten. Deshalb, nee, es gibt keine Ladeinfrastruktur, deswegen lade ich nicht. Ja, genau. Das ist ja die Challenge, genau. Ist ja, die Challenge ist ja zu zeigen, was schaffen wir denn. Genau. Aber ich muss euch sagen, Steve hat schon so Zuckungen, ja, wenn der eine Ladestation sieht. Ja, oder? Das ist ja genau, das ist ja immer das, was wir sagen. Ne? Eigentlich ist ja immer, steht da dann lädt er. Dran und laden, genau. Genau. Sehe ich irgendwo einen Stecker, wird der angestöpselt. Aber die Challenge ist ja eben, euch zu zeigen, dass es halt eben auch mit mangelhafter Ladeinfrastruktur geht. Sondern wie? Nee, ich würde es Ladeinfrastruktur auf dem Stand heute nennen. Ja. Auf dem Stand heute, so wie es heute ist. Klar gibt es hier und da nochmal einen Ort, ein Dorf, wo es keine Ladestation gibt. Und ein anderer Kunde von mir bestellt sich jetzt einen Enyaq. Da ist er! Hat ja nur 14 Monate gedauert. Oh. Ja, aber du hast gerade das Stichwort gesagt. Du hast gesagt, es geht wie das Brezelbacken. Es geht wie das Brezelbacken. So, und das Interessante ist ja, ich kann auch nur jedem raten, komm, wir gehen mal ein bisschen beiseite, ich glaube, der will hier durch, sich jetzt mit dem E auseinanderzusetzen, weil du hast 14 Monate auf den gewartet. Also ne, Wartezeiten sind jetzt überhaupt nicht selten. Und dadurch, dass es wie das Brezelbacken geht, werden auch in den Ortschaften, wo bisher vielleicht nur 1 oder 2 Ladestationen stehen, es wird mehr entstehen müssen. Und es wird auch mehr entstehen. Keine Frage. Infrastrukturprojekte, Ladeinfrastruktur vor Ort, Schnellladegesetz und so weiter und so fort. Da kommen jetzt megamäßig viele Dinge. Und das möchte ich einfach nur noch mal so ein bisschen kundtun und sagen, Leute, fahrt so eine Dingerprobe, guckt, was ist für euch erschwinglich, ne? Und wenn ihr sowas da wie den E-Niro habt, oder wegen mir auch so etwas, ganz im Ernst. Julian, aber jetzt noch mal eine Sache. Dein neuer Kumpel, der kann ja zweiphasig 7 kW, ne? Laden an so einer Wallbox. Der E-Niro kann ja noch nur einphasig. Ich weiß gar nicht, ob der Kona hat ja irgendwann ein Update gekriegt auf 11 kW. Ob der E-Niro auch ein Update gekriegt hat, weiß ich gerade gar nicht. Aber jetzt mal ganz im Ernst.
Findest du das wichtig, dass die alle dreiphasig laden können, oder findest du das eigentlich überbewertet? Ich meine, du bist vorher Zoe gefahren. Du hast vorher mit 22 kW geladen, ne? Auch hier zu Hause. Ja, weil es halt so war. Du konntest es ja auch nicht anders einstellen bei der Zoe. Und womit lädst du jetzt dein ID3? 1,4 kW. Weil du PV-Überschuss im Moment, ja. Einfach nur aberntest. Ja, wird einfach, da läuft einfach mit, ja. Also ich habe jetzt mal eine ganz steile Theorie. Denn aus der Serie mit dem E-Niro jetzt hier raus, erwächst ja bei mir der Gedanke, dass die Leute da draußen sich auch ohne Probleme ein Fahrzeug kaufen können, was AC nur einphasig laden kann. Weil, wenn du eh nur, wie gesagt, ganz selten laden musst, oder auch wenn du dich mal kurz ansteckst, vielleicht für eine halbe Stunde oder eine Stunde, und es ist nur einphasig, und es tröpfelt nur so ein bisschen Energie rein, das reicht. Es reicht völlig. Eigentlich. Ich meine, klar, es gibt einen gewissen Komfortgewinn, wenn du 11 kW kannst. Ja, ne? Ja. Dass wenn du dich mal irgendwo anstöpselst, dass du dann relativ viel in relativ kurzer Zeit wieder nachladen kannst. Aber im Prinzip reicht das völlig das aus. Das ist eigentlich der Urgedanke. Ja. Ne? Da, wo du stehst, lädst du langsam, netzentlastend, ohne viel Stress, keine riesen Infrastruktur nötig. Klar gibt es Stellen, wo du mal schnell laden musst. Dafür gibt es aber dann eher DC, da, ne? Da hast du dann DC für, und ansonsten... Ja, so. Reicht. Genug gequatscht. Video ist bestimmt schon wieder viel zu lang. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Denn das ist nicht umsonst, aber komplett kostenfrei. Und dann bekommt ihr auch immer, seht ihr immer, wenn es von uns für euch neue Videos gibt. Ich habe gerade schon die nächsten Sachen am Laufen, wo ich eventuell auch noch mal so eine Videoreihen machen möchte aus dem Alltag eines Autoverkäufers. Und wie gesagt, ich habe jetzt meinen Alltag mit dem Hyundai Ioniq im Winter. Ich habe meinen Alltag, ich verlinke die alle mal hier oben. Ich habe meinen Alltag mit dem MG ZSEV, bei einem chinesischen SUV. Ich habe jetzt einen Alltag mit diesem Kia e-Niro, also einen eigentlich aktuellen SUV mit einer 64 Kilowattstunden Batterie. Da ist einiges zusammengekommen. Das heißt also, da ist einiges an Videomaterial da, was ihr euch da draußen anschauen könnt, um euch, ich sag mal so, um euch auch noch eine andere Sicht der Dinge zu holen. Eine andere Sicht als die jene von Leuten, die immer nur sagen, ja, lädst du halt über Nacht auf und hast du morgens voll, sondern eine Sicht von Leuten, die halt eben zu Hause nicht laden können. Stellt es wirklich ein Problem dar? Wie seht ihr das Ganze? Ne? Großer Akku, aber trotzdem wegen mir einphasiges Laden. Reicht das aus? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren, wie ihr zu dem Thema steht. Und dann sehen wir uns schon morgen wieder. Ich denke mal, morgen werde ich nochmal rausfahren zu meinem Vater. Dann ziehe ich quasi den nächsten Einkauf einfach nochmal vor. Von den Kilometern reicht's aus. Das ist auch so eine Sache. Da werde ich mal morgen drauf eingehen. Auf die gefühlten Kilometer und den gefühlten Ladebedarf. So, das soll es aber wirklich gewesen sein. Vielen Dank, tschüss, ciao. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Bis dann, tschüss.